Servus Leute, mein Name ist Paul Unterleitner und willkommen zum neuen Trainingsvideo auf meinem Kanal. Heute aber nicht alleine, ich habe wieder den Gabriel mitgebracht, Servus. Der mittlerweile 16 ist, nicht mehr 15. Heute wird ein geiles Training gemacht, werden ja ein bisschen auf Maschinen fokussieren, weil er letztes Mal schon normales Bankdrücken gesehen hat und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Deshalb mache ich zum Aufwärmen immer Laufband, anstatt diesen Stepper oder wie das auch immer heißt. Stairmaster Stepper, glaube ich. Einfach weil ich so oder so weniger Cardio mache oder fast gar kein Cardio und mit Fußball aufgehört habe. Das heißt, ich laufe nicht mal mehr. Das heißt, jetzt mache ich zumindest 5 Minuten Laufen vor dem Training, damit ich die Routine halbwegs beibehalte. Handstand wird natürlich auch weitergeübt. Habe jetzt ca. 5 Tage Trainingspause gehabt, weil ich ein bisschen verkühlt war leider. Das heißt, heute gibt es auch nur ein Deload-Training. Wie gesagt, jetzt ein bisschen Handstand. Gabriel macht dabei seine Schultern warm. Mache ich nachher sowieso auch noch, aber jetzt erstmal Handstand üben. Ist, glaube ich, schon ein bisschen besser geworden, würde ich sagen. Als erste Übung haben wir jetzt mal für die unilaterale Bankdrückmaschine. Nenne ich es jetzt mal entschieden. Einfach deswegen, weil wir jetzt beim letzten Mal schon Bankdrücken gemacht haben und das mal was anderes und er sie sowieso nicht in seinem Gym hat. Deshalb ist es auf jeden Fall mal geil auszuprobieren. Und man muss nicht so extrem auf die Technik schauen wie beim Bankdrücken. Also man muss nicht so viel stabilisieren, mal schauen. Ob er dann stärker als bei Bankdrücken ist, wir werden es auf jeden Fall sehen. Ich mache die Übung auch das erste Mal. Mir rinnt schon der Schweiß runter, Alter, die Handstände. Das ist einfach nur fucking anstrengend. Wir wärmen uns natürlich vorher immer auf. Ist das Wichtigste, sollte man sowieso vor jedem Training und vor jeder Übung sogar machen. Brother, I'm peaking. I've been going blind and you seen him. They just turning up where I've been in. Where I'm elevating, no ceiling. Bei mir gibt es natürlich nichts ohne Supersatz, das heißt, wir machen Klimmzüge heute an der geraden Stange. Auch mal ein bisschen was anderes, aber wir wärmen uns auch hier auf natürlich. Kenn mich ja, ohne Aufwärmen geht nichts. Ich habe jetzt mal die 90 drauf. Ich mache normalerweise immer Bankdrücken 5x5 mit 85 Kilo jetzt in der Diät, wo ich auch schon 4 Kilo abgenommen habe. Und ja, mal schauen, wie die 90 jetzt weggehen. Also ging auf jeden Fall mehr als beim Bankdrücken normalerweise. Aber ist auch klar, man muss nicht so viel stabilisieren. Kann einfach wegdrücken und ordentlich Gewicht ballern. Wir sind jetzt mal die 130 drauf. Normalerweise mache ich auch so 130, 5x5 beim Bankdrücken. Heute sowieso erstmal leichter. Also ich denke mal, ich soll zumindest 8 schaffen, gut. Oder irgendwie nah ans Muskelversagen zu kommen. Aber mal schauen, wie gesagt, ich kenne die Übung jetzt nicht gut. Bin auf jeden Fall gespannt. Ging gut. Also ihr seht schon, Rücken ist auf jeden Fall seine Stärke, was die Kraft angeht. Auch optisch muss man sagen, Steroidpickel hat auch noch keine. Also alles gut. Letzter ist einfach meine Lieblingsübung geworden. Spürt man mega geil. Kann fast null Schwung holen und gibt einfach nur einen heftigen Pump. Wie gesagt, Polster in die Armkehle und dann spürt man es richtig gut. Im letzten Video haben schon einige festgestellt, dass die Unterleitner einen eigenen Blick haben beim Trainieren. Alle geil das Gesicht verziehen. Aber ja, wenn es anstrengend ist,
kann man auch gerne mal Grimassen machen und gehört natürlich dazu. Übung liebe ich auch, die ist einfach mega geil, auch weil sie hier unilateral ist, obwohl es nur ein Gewicht-Ding ist. Aber ja, ist auf jeden Fall richtig, richtig gut. Jetzt wird es mal reingehauen. Haut auf jeden Fall richtig gut rein, dadurch, dass man so von oben runterzieht, spürt man das richtig gut hinten im Rücken. Butterfly Reverse schon länger nicht mehr gemacht. Ich habe immer Schulterheben gemacht, nenne ich sie zumindest, wo man einfach bis zur Schulter hoch geht, auf jeden Fall richtig hart in die hintere Schulter rein. Die habe ich eben schon länger nicht mehr gemacht, deshalb jetzt auch weniger Gewicht und sowieso ist eh D-Dude. Das heißt, ein bisschen Pussyweight. Aber man spürt sie auf jeden Fall trotzdem richtig gut, auch wenn ich sie letzte Zeit nicht so oft gemacht habe. So, mit Rücken und hinterer Schulter sind wir jetzt durch, jetzt geht es an die vordere Schulter und zwar mit Schulterdrücken im Supersatz mit Seitheben, was eine Übung ist, die ich normalerweise mit der Langhantel mache, was auch ordentlich reinhaut und ja, mal schauen, wie es jetzt mit den Kurzhanteln geht, ich nehme jetzt mal die 26. Zwischendurch geht es für mich natürlich wieder EAs von Rocker, den Geschmack Wildberry heute, Apple Juice, ist natürlich auch geil, Link dazu ist in der Beschreibung zum gesamten Rocker Shop, daher habe ich auch das Shirt, könnt ihr gerne abchecken und Link natürlich ist in der Beschreibung, einfach draufklicken, holt euch was, gönnt euch was und macht Gains. Wir sind fast fertig mit dem gesamten Oberkörper, steht nur noch Arme an. Hier eine meiner Lieblingsübungen für den Bizeps und zwar wird einfach die Schulter komplett ausgeschalten. Ich sitze gerne relativ weit unten, weil eben meine Arme relativ lang sind und ich sonst nicht mal ganz stretchen kann. Wie gesagt, einfach voller Fokus auf den Bizeps und haut richtig rein, wenn man oben noch ein bisschen hält. Natürlich wird Trizeps nicht ausgelassen, deshalb gibt es jetzt ein paar Extensions über dem Kopf für den hinteren Kopf vom Trizeps. Diesmal mit der Stange, nicht mit Seil. Habe ich im McFit auch immer gemacht, aber dann sind die Gewichte zu leicht geworden. Habe ich dann gelassen. Hier geht es, hier geht es ein bisschen mehr. Letzter Supersatz ist jetzt noch mal eine Armübung und zwar Trizeps drücken reverse, unilateral, zusammen mit einer richtig geilen Bauchübung, die zeige ich euch gleich. Aber zuerst mal Trizeps drücken. So, ihr wisst, dass ich normalerweise nie normale Crunches mache, also herkömmliche Crunches, einfach nur rauf, runter, sondern ein bisschen komplexere Bauchübungen. Seit kurzem mache ich auch das, ich zeige euch gleich, was genau es ist. Ich bin zwar noch immer echt schlecht drin,
aber es wird immer besser. Also was ich sagen kann, dass die Übung auf jeden Fall richtig, richtig schwer ist, ist nicht für jeden was, oder? Nein, auf keinen Fall. Also die, die aus dem Ding einen Handstand rauskommen, bewundere ich richtig. Es ist vor allem, es sieht richtig geil aus. Will ich auch mal können. Da trainiere ich jetzt so mal ein bisschen den Bauch, mal schauen, wie lange ich dafür brauchen werde bei meinem Gewicht. Mit Training sind wir fertig, war auf jeden Fall gut. Habe mich nicht zu sehr verausgabt, was auf jeden Fall ein gutes Zeichen ist. Beziehungsweise gut ist, hoffentlich für die folgende Woche. Jetzt wird der Gabo noch ein kleines Posing machen. Mal schauen, wie er sich entwickelt hat, ob er sich verbessert hat, müsst ihr dann wissen. Und er ist erst am Anfang der Diät. Die Kalorien setzen sich übrigens selbst. Ich coache da nicht, das heißt, er macht es alles alleine. Und mal schauen, wie es so ausschaut. Sagst du jetzt, was hast du dir vorgenommen, warum trainierst du eigentlich überhaupt? Also ich habe jetzt hauptsächlich angefangen, eigentlich mit der Intention, so zu werden wie der Paul, aber jetzt, wo es zurzeit im Fußball echt gut läuft und ich auch eventuell Chancen hätte, jetzt aufzusteigen, denke ich mir, mache ich jetzt Diät und werde dann eher mein Gewicht halten und nicht mehr so viel aufbauen und dann, wenn ich vielleicht irgendwann mal mit Fußball aufhöre, kann ja immer noch die Bodybuilder-Karriere anfangen. Genau, also fokussiert jetzt sich mal auf Fußball. Hätte ich vielleicht auch machen können oder sollen. Bei mir, ich war halt ein bisschen gesegnet mit Genetik, deshalb habe ich das gut ausgenutzt. Sonst wäre es bei mir vielleicht auch noch eine Fußballkarriere geworden. Aber das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut gerne bei Gabriel für News vorbei und vielleicht auch für Form-Updates. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, kontaktiert ihn auf Instagram oder wo auch immer. Gebt gerne ein Like und gerne Video den, ob wir das nächste Mal wieder die beiden vergleichen lassen sollen. Und schauen, ob sich irgendwas getan hat. Und natürlich ein Update nach dem Ende seiner Diät oder einfach mal so in 4 Wochen. Mal schauen, wie weit er dann ist. Schreibt gerne einen Kommentar. Abonniert mich natürlich auch auf YouTube und auf Instagram. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.